Als ich einmal gefragt wurde, Quoda Rab, vermissen Sie nicht die Zeit von damals? Aber Kaif war das und dort. Und da habe ich ein Gleichnis, ein Maschal gegeben. Und ich glaube, dass unser Freund Roy mit diesem Maschal auch einverstanden wird und dass er schon jetzt schon diesen Maschal auch bestätigen kann. Es gab einmal einen großen Adler. Ein Adler, wo trägt er seine Küken, seine Kinder? Küken, beim Adler sind auch Küken. Wo trägt er seine Küken? Normalerweise, alle tragen ihre Kinder unten. Der Adler sagt, nein, ich trage meine Kinder auf meinem Rücken. Warum? Wenn jemand ein Pfeil schießt, soll dieses Pfeil auf mich kommen und nicht auf meine Kinder. Adler. Und dieser Adler hatte seine Küken gehabt auf dem Rücken und fliegt ganz weit oben, hin und her. Und plötzlich hat er eine scharfe Kurve gemacht. Ein kleines Küklein, tak, 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 ist runtergefallen, bumm, irgendwo in einem Bauernhof. Bauernhof, und dort waren Hühner. Hühnerbauernhof. Er war noch klein, Baby. Adler ist weggeflogen und er dort plötzlich sieht alle gelb und plötzlich ein Schwarzer. Alle sind gelb und ein kleiner Schwarzer. Top. Ich dachte, das ist meine Familie. Die gehen hin und alle essen, was essen Hühner? Körner. Hin, her, tak, 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 guck, 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 und er geht mit ihnen. Langsam, langsam, dieses Küklein, wird so wie das schwarze Schäfchen. Ja, ah, du bist ein Außenseiter, wir sind alle in, du bist ein Nix, du bist... Er war ein bisschen traurig. Und er ist aber mit denen gegangen, plötzlich, er wächst, 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 wird ganz groß und er sieht, Moment, das ist irgendwie, ich passe da nicht zusammen, aber trotzdem, er ist mit denen weitergegangen, weiterhin Körner gegessen. Zeit vergeht, er ist schon gewachsen und der Adler fliegt wieder ganz unten, er sieht, Moment, da ist einer von uns, was macht er da unten? Er kommt sofort, kommt runter, sagt, du, was machst du da? Sagt er, na, ich bin hier, ich lebe hier. Was, bist du verrückt? Ich bin ein Adler, schau, wie weit ich fliegen kann. Das kannst du auch. Nein, ich kann das nicht. Ich bin nur hier, ich habe Angst. Komm mit. Er nimmt ihn, fliegt mit ihm, nimmt ihn hinauf auf den Berg und sagt, komm jetzt, komm. Er sagt, nein, ich habe Angst, schau, wie tief es ist. Komm, du bist es. Und am Ende, bam, er schmeißt ihn raus und plötzlich, er macht seine Flügel auf und psch, beginnt und geht rauf und geht rauf, rauf. Wow, wunderschön. Dann plötzlich, er sieht dort ein Stück Fleisch, ja, Nevela. Aas, ja, auf Deutsch, Nevela. Ein Aas, die sagt, okay, komm, jetzt, wir haben Frühstück jetzt. Das ist das Fleisch, wie? Nein, ich esse Körner. Beginne mal. Und er beginnt zu essen. Wach, 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 ich tabach, Schemolat. Schau, das ist ein ganz anderer Geschmack. Und er genießt von dem Fleisch, genießt von dem hohen Flug. Und er, kurz gesagt, er sieht, ich bin ein Adler, ich bin kein Huhn, ich bin ein Adler. Nach einiger Zeit, dieser Adler, der jetzt weiß, dass er ein Adler ist, fliegt und trifft plötzlich seine alten Freunde. Und seine alten Freunde, ah, Chico, Pico, Makore, Kolbseder, meinen. Und sie fragen ihn, wie geht's, wie steht's? Und nachher kommt ein Huhn, sagt ihm, aber unter uns jetzt, Benennung, vermisst du nicht die schöne Zeit, die wir damals gehabt haben? Welche schöne Zeit? Ich habe hier Körner gegessen, ich konnte nicht fliegen. Jetzt, wo ich jetzt bin, ich esse Fleisch, ich fliege ganz weit oben. Und genau so, das ist die Antwort für die, die fragen, vermisst du nicht die Zeit von damals? Ich glaube, unser Freund Roy wird auch sagen, dass genau dasselbe ist auch seine Antwort zu denen, die ihn fragen. Und jetzt, Bezat Hashem, wir wollen ihn bitten, Bezat Hashem, da kommen und seine Geschichte zu erzählen. Bravo. Zimmer Zalecha. Danke. Schönen Abend, ich heiße Roy. Ich werde auf Deutsch reden, aber ich habe ein bisschen verlernt. Also wenn ich nicht so gut rede, dann entschuldige. Und ich hoffe, dass jemand wird das erklären, der
nebeneinander. So, ihr sitzt so, einer versteht mehr, einer weniger. Entschuldige, okay? Also ich möchte euch erzählen über mein Leben. Ich bin heute 30 Jahre alt, ich bin in Wien geboren. Ich habe in Wien 10 Jahre gelebt. Mein Deutsch ist normal, in Hebräisch kann ich besser Witze erzählen und so, aber in Deutsch weniger. Und ich werde anfangen und es wird so manchmal cool sein, manchmal nicht, aber ich wollte euch einfach erzählen, wie es ist und wie ein Jude echt leben muss, also wie man leben muss wirklich bei uns in Yadut und wieso alles mir so passiert ist und wie es passiert ist. Und es fängt so an. Ich bin in Österreich geboren, habe in Bet Chabad gelernt. Wir waren eine normale Familie. Wir waren so wie alle Georgen. Ja, wir hatten Geld früher. Also 90 Jahre war das. Ja, die hatten Geld. Normal. Ich komme nach Hause jeden Tag vor Schule und nein, das ist so. Ja. Ich komme nach Hause von meiner Schule, ich sehe viel Geld, ich bin so froh immer. Ich komme von der Schule wirklich in Bet Chabad, alles ist so komisch. Ich sage so, wieso ist es so, wie geht es so? Wieso? Okay, ich bete, aber ich weiß nicht, mein Haus ist ein bisschen anders. Es geht nicht so, ich weiß nicht. Ich komme nach Hause, ich sehe andere Sachen, nur Autos, nur Geld. Nur ich komme nach der Schule, ich sage nochmal, in meiner Schule, sage ich meiner Lehrerin, bei mir zu Hause ist es anders ein bisschen, ich weiß nicht wieso. Also, Ich will reingehen in das, aber ich komme nach Hause, es ist ein bisschen anders. Und dann nochmal komme ich zurück nach Hause. Ja, ich bin nicht mit meinem Vater so viel, weil er arbeitet den ganzen Tag. Meine Mutter ist ja mit mir und meiner Schwester. Wir sind immer zusammen, der Vater ist nicht so viel zu Hause. Er will so wie immer Geld machen und okay, ich komme nach Hause, alles ist normal. Jeden Tag komme ich nach Hause, ich sehe fast nie meinen Vater. Und einen Tag komme ich nach Hause, meine Mutter sagt mir, Roy, entschuldige, aber wir müssen nach Israel fliegen. Wieso, was ist passiert? Wie geht es? So ist es. Wir fliegen jetzt nach Israel. Ich habe geweint, es war sehr schwer. Ich habe gesagt, okay, wo ist Papa? Und sie hat mir gesagt, weiß nicht, vielleicht wird er kommen, vielleicht nicht. Okay. Wir gehen zum Flughafen. Okay, wir sind im Flughafen. Es war sehr schwer. Ich war so mit meinem Vater, weil wir waren nicht jeden Tag zusammen, aber mein Gefühl mit meinem Vater war so, ich wollte immer neben ihm sein und er war ein bisschen weiter, weil er war immer in seiner Arbeit. Also immer hat er gearbeitet, immer wollte er viel Geld machen. Und deswegen habe ich so, also das war mein Anfang hier, also Geld. Geld ist okay, ist sehr wichtig. Aber es ist nicht alles. Wir beten, um gute Parnassa zu haben, aber es ist nicht alles. Es ist, man muss wissen, wie man mit Geld, also ich mit Nalim im Kessef. Das heißt, ich bebet, efshar lavi et hamatzav shel ashirut, i lo hakol. Ezeh o samech bechelko, bisofo shel davar, vezeh o ashir, זאת אומרת, השמח בחלקו. Das התבלבל לי קצת, מחילה. Also, über das möchte ich wirklich reden und ich rege mich ein bisschen auf, weil ich rede auf Deutsch und es ist ein bisschen schwer, aber entschuldige. Und wir waren im Flughafen, ich vermisse meinen Vater, wir kommen nach Israel, ich bin schon 10 Jahre alt. Okay, ich sage meiner Mutter, ich verstehe kein Hebräisch. Ich war in Bet Chabad, aber wir haben immer in Wien nur Deutsch geredet. Ich komme nach Israel. Meine Schwester, ich will nicht zur Schule gehen. Ich weine jeden Tag, weine jeden Tag, weine jeden Tag. Wie geht das, Roy? Du musst zur Schule gehen. Komm. Ich sehe nicht meinen Vater, ich vermisse ihn so sehr. Und als ich klein war, ich habe ihn fast nie gesehen. Ich habe ihn gesehen jede Nacht, aber wir waren nicht viel zusammen. Und ich kann mich erinnern, einmal wollte ich Österreich-Israel-Fußballspiel gehen. Und er hat mir versprochen, hat mir gesagt, ja, wir werden gehen, kein Problem. Und danach, als ich nach Israel gekommen bin, war es dort ein Spiel, Österreich gegen Israel. Und es war jetzt dort. Nach einer Woche, wo ich gekommen nach Israel bin. Und ich wollte das so sehen. Und dann sagt mein Freund zu mir, er war mein Nachbar in Israel,
Er sagt mir, Roy, es gibt ein Spiel Österreich gegen Israel, ich denke, du wirst gehen, ich habe gesehen. Und ich konnte nicht so gut Hebräisch, er hat gesagt, okay, geh mal. Wir sind gegangen, wir waren dort. Ich habe geweint, das ganze Spiel. Also, ich habe gesagt, wow, das ist so besonders. Ich bin nach Hause gegangen, ich habe gesagt, meine Mutter, Mama, ich will nach Österreich, bitte, ich muss Papa sehen. Ich habe heute dieses Spiel gesehen, ich muss jetzt Papa sehen. ברוך אתה אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Und so war das Anfang. Okay, jetzt gehen wir zu die echte Geschichte. Entschuldige, okay? Das war nur, wo. Also, איך אומרים מבוא? Anfang. כן, ההתחלה. Also. Okay. Immer als ich klein war hier in Wien, hat mich immer Roy Bad Boy genannt. Das war immer so. Roy Boy, Bad Roy. Stimmt, Sharon? Sharon ist mein Cousin. Er war auch ein DJ. Er hat auch Tshuva gemacht, Baruch Hashem. Und ich hoffe, wir alle machen das ganze Israel und meine ganze Familie. Bezrat Hashem. Amen, amen. Und, okay. Danach habe ich meiner Mutter gesagt, ich will nach Wien kommen, zurück. Ich habe geweint. Es war mir immer in meinem Kopf, Bad Boy, Bad Roy, es war immer so, ich weiß nicht wieso, ich habe über das so geträumt, ja. Ich war in meiner Mutter, ich sage, Mama, ich will nach Israel, nach Österreich gehen, weil ich hab ein Gefühl, etwas geht nicht so gut hier, ich weiß nicht wieso, ich war in einem Spiel, ich habe geweint, aber plötzlich wollte ich so schlechte Sachen machen. Und sie fragt mich, wie geht das, wieso? Wieso? Ich habe gesagt, ich wollte einfach dort rein, laufen in diesem Spiel und alles zerstören. Und sie sagt mir, was ist mit dir, wieso? Und ich hatte so eine Trauma hier und ich wollte wirklich nach Wien zurückkommen und es besser machen. Und sie hat mir gesagt, okay, ich rufe deinen Vater an, werden wir sehen, was wir machen. Weil es war so ein halbes Jahr, 5-6 Monate in Israel ungefähr. Und ich wollte nicht nach Schule gehen, nur mit meinen Nachbarn war ich befreundet und fertig. Und sie hat gesagt, okay, ich rede mit deinem Vater, gehen wir zurück. Wir kommen zurück nach Wien, ich gehe zurück in Bet Chabad, hatte so ein gutes Gefühl hier, wirklich. Ich war nochmal hier, so ein halbes Jahr ungefähr, ich war in Bet Chabad, alles war so normal, plötzlich nochmal Tzitzit, Kippa, alles war so ruhig. Wirklich, es hatte ein wirklich gutes Gefühl gehabt. Entschuldige für meine Deutsch, aber ich hoffe, ihr versteht. Und okay, nochmal komme ich zurück von Schule. Wenn Sie Fragen haben, kein Problem, okay? Ich komme zurück von der Schule nochmal. Meine Mutter sagt mir, Roy, schau, wir gehen zurück nochmal. Entschuldige, ich kann nicht hier bleiben. Entschuldige, es geht nicht mit Papa. Was kann man machen? Ich weiß nicht, ich habe dir versprochen, aber Entschuldige. Kein Wetter. Chila, no. Machen wir weiter, okay? Okay. Und meine Mutter sagt mir, wir müssen zurückfliegen nach Israel. Ich habe gesagt, okay, kein Problem. Was kann man machen? Und ich weine. Wir kommen zurück nach Israel. Also, wir waren in ein sehr, sehr, sehr gutes Haus in Wien. Wir haben alles gehabt, Autos, alles. Wirklich, gutes Leben, wirklich. Sehr gutes Leben. Ich habe euch gesagt, Geld, alles und plötzlich nichts. Mein Vater hat alles verloren. Wir kommen nach Israel. Ich lebe mit meiner Oma, mit meinem Opa, Zichrono Livracha, und meiner Schwester und meiner Mutter. Wir sind ich hatte so ein großes Zimmer in Wien, also wie ein Palast war das. Aber plötzlich, ich komme nach Israel und ich schlafe mit meiner Mutter in Salon. Sagt man Salon? Wohnzimmer, ja, Entschuldige. Und plötzlich ist alles so komisch. Ich sage mir so, okay, wie geht das jetzt? Wie kann das sein? Ich war so in so ein schönes Platz. Ich war reich. Wie kann das sein? Nochmal, ich sage meiner Mutter, ich schäme mich zur Schule zu gehen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich habe nichts zu anziehen. Wie geht das, Mama? Sie hat mir gesagt, okay, kein Problem, Roy. Ich werde arbeiten, ich werde dir bringen. Alles wird okay. Okay. Ich gehe zur Schule, ich kann kein Hebräisch. Leute lachen über mich. Und ich bin schon so
böse geworden. Ich konnte nicht mehr. Und ich war sehr emotional, aber ich war immer so, ich habe wirklich mir gedacht, ich habe gesagt, okay, ich warte, ich werde alles besser machen. Ich war 12 Jahre alt schon, ich komme nach Hause, nach der Schule, es war ein bisschen, also ich gehe weiter, okay? Entschuldige, ich sage nicht jetzt jeden Tag, aber ich gehe weiter. Und ich komme nach Hause, ich sage meiner Mutter, schau, Mama, hallo, wie geht's dir? Ich bin 12 Jahre alt heute, ich will schon Geld machen. Sie schaut mich so an, sagt mir, okay, kein Problem, wie wirst du das machen? Ich habe gesagt, ich bin 12 Jahre alt, ich will kein Geld von dir, nicht von Papa, nicht von niemand. Es kann nicht sein, dass wir reich waren und jetzt haben wir nichts. Es kann nicht so sein, ich habe keine Klamotten, wie geht das? Alles ist mir kurz, meine Schuhe sind mir klein, wie geht das? Und diese 2 Jahre rede ich mit meinem Vater. Und, also, ja, ungefähr 1,5 Jahr. Und mein Vater ruft immer an, meine Mutter, wie geht's Roy, wie geht's Roy? Und meine Mutter hat gesagt, ihr könnt nicht reden, ja, nicht schuldige, nicht jetzt, später, später. Ich habe meiner Mutter gesagt, bitte, ich will mit Papa reden, ich muss ihn schon sehen. Okay. Nach 3 Monaten fliege ich nach Wien nochmal, ich komme nach Wien, ich sehe meinen Vater, es war so schön, alles. Sie haben gesagt, Papa, ich sage dir etwas, wir waren reich, wir werden nochmal reich sein, du wirst sehen. Okay. Also, was ist mit dir? Was redest du über das? Das ist Blödsinn. Ich komme nach Israel, ich habe Bar Mitzwa, alles ist schön, normal. Also, wir hatten fast kein Geld, Bar Mitzwa zu machen, aber wir haben einfach irgendwie gemacht. Es war wirklich schön. Ich wollte nicht in Ulam machen. Ich habe meiner Mutter gesagt, nein, egal, mach mal nur in Bet Knesset. Und dann plötzlich sind alle meine Familie von meiner Mutter und von meinem Vater gekommen und haben gesagt, wir werden zahlen, wir werden helfen, alles wird okay. Und wir haben das gemacht, es war wirklich super. Und Gott sei Dank, ich hatte ein Bar Mitzwa gehabt. Ich habe gedacht, ich werde nicht haben. Ich habe mich so geschämt, weil alle meine Freunde hatten Bar Mitzwa und ich war der Letzte. Und ich habe gedacht, okay, wow, ich schäme mich. Und damals hatten wir fast kein Geld für Tefillin und danach war alles normal. Okay. Ich bin schon 15 Jahre alt, ich gehe zur Schule, okay, Roy, ich rede mit Leuten, ich kann Hebräisch sehr gut reden und plötzlich rede ich keine Deutsch, ich kann Hebräisch perfekt. Und ich hatte immer so, ich will nicht so, wie sagt man, Lotte Shama Gaftan, aber ich hatte so, ich hatte es immer gut mit Sprachen, also Russisch, Georgisch, also ich rede so ungefähr 8 Sprachen. Weißt du, ich habe, also Mathematik bin ich nicht so gut, überhaupt nicht gut, aber okay, vielleicht das ist besser. Und danach, ich war 15 Jahre alt und ich bin zu meiner Mutter gekommen und habe gesagt, Mama, schau, ich mache jetzt ein Business auf. Wieso, was für ein Business? Du bist 15 Jahre alt, du musst zur Schule gehen. Ich habe gesagt, nein, keine Schule, fertig, ich will keine Schule mehr haben. Roy, du musst zur Schule gehen, okay? Jeden Tag bin ich zur Schule gegangen, als ob ich zur Schule gehe, nach einer Stunde gehe. Ich kaufe mir, wie heißt das bei euch? Böller. Mein Freund sagt mir, Roy, schau, neben Haifa, es gibt einen Platz, arabischer Platz, ja, wir können dort kaufen um urwenig Geld. Nimm, bring ein bisschen Geld und wir kaufen. Ich habe meiner Mutter gesagt, schau, ich brauche heute 50 Shekel, Mama, ich werde etwas Gutes machen heute. Und sie so, Roy, ich habe keine 50 Shekel, das ist viel Geld. Also es ist so wie 10 Euro, aber ich habe das nicht. Entschuldige, ich muss deine Schwester geben, ich muss für mich haben. Ich habe gesagt, Mama, bitte, ich bitte dich, ich werde nie mehr Geld wollen. Und sie so, okay, ich gebe dir mein letztes Geld. Ich bin gegangen mit meinem Freund, habe um 50 Shekel gekauft, Ware. Wir sind zurückgekommen zur Schule, wir verkaufen, da, machen Geld. Okay, ich komme zurück nach Hause mit 400 Shekel. Ich sage meiner Mutter, Mama, nimm. Sie schaut mich so an. Hast du gestohlen oder was? Wie geht das? Nein, Mama, ich habe etwas gemacht, etwas Gutes, glaub mir. Was hast du gemacht? Mama, glaub mir, ich habe etwas Gutes gemacht. Ich werde nicht stehlen. Okay, ich vertraue dir. Ich nehme nur 50 Shekel nochmal, Mama. Mama, das Rest halte bei dir. Das Rest, Entschuldige. Ich gehe nochmal dorthin, komm zurück. 600 Shekel. Also ich habe bessere Preise jetzt gemacht, bisschen höher. Okay, 1, 2, 3 Monate mit 15 Jahren alt, nach halbes Jahr, wir haben ungefähr jeder so, ich weiß nicht wie viel Euro das ist, aber ungefähr 7.000 Euro gemacht ungefähr. Ich war 15 Jahre alt. Ich komme zu dem Mutter, ich habe gesagt,
Wie bitte? Das war in 3 Wochen. Das war in 3 Wochen. Das war in 3 Wochen. Meine Mutter hat mir gesagt, schau, Roy, ich weiß nicht, was du machst, aber wenn das Drogen oder so ist, dann gehst du von meinem Haus raus. Ich will dich nicht, ich will das nicht mehr haben hier. Ich habe gesagt, Mama, schau, ich sage die Wahrheit. Dann mache ich noch ein paar Zim. Und sie so, was? Wie geht das, Roy? Oder ist es noch okay, Matila? Mama, noch okay, noch okay, noch okay, noch okay, noch okay, noch okay, noch okay. Okay, was können wir machen? Okay. Ich habe noch gemacht, oh, kein Problem. In der Seite gegeben, wirklich, habe gespart, meine Mutter gegeben. Okay, ich bin schon 17 Jahre alt. Mit 17 Jahren alt, ich bin 17, ich sage meinem Vater, Papa, schau, ich mache hier Geld, alles ist okay. Da, da, da. Mein Vater sagt mir, na, ich bin auch jetzt heute okay, alles ist okay, Roy, willst du kommen? Und jede Juli, August bin ich nach Wien gekommen. Mein Vater war schon besser, alles war besser, wir haben nicht gestritten. Wirklich, meine Eltern waren schon viel besser, die haben schon geredet, alles war viel besser. Baruch Hashem, total el. Und es ist sehr wichtig im Leben zu wissen, wie es läuft. Also wirklich, meine Mutter hat ihm gesagt, alles ist okay. Es ist sehr wichtig, wie sagt man Lisloach? Verzeihen, entschuldige. Es ist sehr, sehr wichtig. Und das habe ich von meiner Familie gesehen, wie meine Mutter wirklich schlecht war und plötzlich, sie war besser, wenn sie verzeiht zu meinem, also meinem Vater. Sie war viel besser. Also sie hatte so wie ein Ohr gehabt, wirklich. Sie war so froh und ich so, was ist passiert mit dir? Ihr seid nicht zusammen nochmal, aber wie geht das? Und sie hat gesagt, nein, ich habe etwas, I just released something from my heart. Also ich fühle mich jetzt viel besser. Und dann mit 17 Jahren, ich rufe meinen Vater an, ich sage ihm, schau Papa, ich mache jetzt einen Kaffee auf. Ich gehe zu Leuten, ich habe denen gesagt, schau, es gibt etwas Neues zu machen, Kaffee, Kaffee heißt das. Ja, eine Frage oder so? Nein. Ah. Und ich habe denen gesagt, Kaffee, Kaffee will ich aufmachen, es kommt jetzt nach Netanya, ich will das aufmachen, bitte. Wollt ihr das mit mir machen? Ich habe das meiner Familie gesagt und auch danach meine Freunde. Meine Freunde haben gesagt, schau, ich habe Angst, weiß nicht, du bist 17 und so, ich weiß nicht. Von wo hast du überhaupt Geld? Okay, ich bin zur Bank gegangen, die haben gesagt, okay, wie willst du jetzt Kredit haben, wie geht das? Du bist 17 Jahre alt und du hast keine Arbeit, nichts. Ich habe gesagt, ich habe Geld ein bisschen. Die haben gesagt, okay, geh arbeiten, danach reden wir mit dir. Ich bin zu Factory 54, das ist eine Klamottenfirma, sehr starke in Israel, also sehr große. Ja, 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 ungefähr. Ich bin dort arbeiten gegangen und ein Jahr, die haben gesagt, okay, kein Problem. You have salary, wir sehen das, kein Problem. Du kannst Kredit haben, hast du vielleicht Geld mit dir oder so? Ja, ich habe ein bisschen, ich hab so ungefähr 7.000, 8.000 Euro gebracht. Ich habe gesagt, das lassen Sie bei euch, ich will ein Geschäft aufmachen. Okay, ich habe denen gezeigt, wie ich das aufmache und alles. Von dann, ich habe diesen Kredit bekommen, ich habe aufgemacht und dann habe ich schon Kabbalat Shabbat, Yemei Shishit, angefangen zu machen. Und plötzlich schon mit 18, 17 habe ich angefangen, Partys zu machen. Da, 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 ich mache Partys, das war in Netanya, Ramat Poleg, Celebrities kommen schon. Wer ist dieser Kleine? Das ist der Besitzer? Wie kann das sein? Er ist 18 Jahre alt, was redet er? Hast du Armee schon gemacht, Roy? Ich so, nein, ich habe noch nicht Armee gemacht, bald werde ich machen. Wirklich? Ja, ja, okay. Wie geht das? Nein, das, sein Vater ist reich, wie geht das? Das geht nicht. Jede Shishi mache ich und Partys, alles, alle, Tel Aviv, Herzliya, alle Leute kommen, wirklich, schon mit 18. Okay, das war so 6 Monate, es war wirklich stark, wir haben sehr viel Geld gemacht. Ich war mit 3 Partners, ich war am Anfang alleine und dann nach 3 Partners habe ich den verkauft, also Prozenten, ja. Ich konnte nicht alleine sein, ich musste zu Armee gehen. Ich war in Armee, ich gehe zu Armee, also ich war in, wie sagt man, Golani heißt das. Ich war ein Jahr in Golani und Kravi, wie sagt man, kämpfen. Ich war ein Jahr in Kampf, Offerete Zucker. Ja, ich war in Offerete Zucker. Ich bin, das hat angefangen, Offerete Zucker. Ich war nur 6 Monate in Armee und nach 6 Monaten schon war Offerete Zucker. Ich bin eingeschlafen eine Nacht, ich hatte so ein schlechtes Traum, dass meine Freunde weg sind. 2 von meinen Freunden. Und ich bin eingeschlafen, ich bin aufgewacht so um 3 Uhr, ich habe gesagt, einer war Ronen und einer war Shai.
Ich habe denen gesagt, ich bin zu denen gelaufen, 3 Uhr in der Nacht, die haben gesagt, bitte, ich habe einen Traum gehabt, es ist nicht so gut. Alter Vola Kravase, kommt nicht, bitte. Sagt den Lamfaket, Officer, sagt ihm, dass sie nicht kommen können. Kein Problem. Wir werden sagen, er sagt, na, was redest du, Räuber, glaubst du, bist du, was denkst du überhaupt, wie geht das? Wer bist du? Okay. Die haben gesagt, bitte, wir haben Angst, er kommt zu mir wegen dir, die wollen nicht kommen. Ich habe gesagt, bitte, bitte, ich bitte dich. Wir gehen dorthin. Er sagt mir, schau, diesen Auto müssten die fahren. Ich lasse dieses Auto jetzt hier wegen dir. Verstehst du? Ich habe gesagt, okay, kein Problem, was können wir machen? Wir fahren, fahren, fahren. Wir müssten 4 Autos fahren. Einer diese Richtung, einer diese, und zwar so. Das Rechte ist nicht gekommen, das war denen. Ja, das hat denen den gehört. Wir sind reingefahren und plötzlich, boom, alle sind am Boden, haben Angst gehabt. Die rechte Seite war also explodiert und dort müsste dieser Auto sein. Und ich hatte so Angst gehabt. Ich habe gesagt, wow, wie geht das? Das ist komisch. Und alle waren in Schock und haben gesagt, wie geht das, Roy, wie hast du über das geträumt? Also, wer bist du? Ich habe gesagt, nein, ich bin niemand. Roy, mein Officer sagt mir, Roy, dein Nachmacher hat Tfilin, du musst Tfilin geben. Ich so, nein, was redest du, was für Tfilin jetzt? Nein, ich habe keine Lust, lass mich. Ich habe gesagt, okay, kann sein, ich weiß nicht. Ich hatte so Angst bekommen. Okay, das war mein erstes Mal, wo ich angefangen habe, Tfilin zu tragen. Das war mein erstes Mal. Ich habe gesagt, nein, ich werde nicht, aber ich habe angefangen. Okay. Danach war ich 2 Jahre. Ich war 1 Jahr in Kravi kämpfen. Nach 1 Jahr bin ich rausgegangen, weil ich hatte ein bisschen Trauma gehabt von das. Und nach 2 Jahren wollte ich zu einem anderen Platz gehen, also andere Base wollte ich gehen. Ihr versteht, was Base ist, ja? Ich bin zu einem anderen Base gegangen und dort plötzlich habe ich einen Kampf gehabt, also mit einer von dort. Ich bin weggelaufen von Armee nach 2 Jahren. Die Armee in Israel ist 3 Jahre. Ich bin weggelaufen von Armee. Nein, ich komme nicht mehr zurück, kein Problem, Ich hatte eine Freundin, ihr Name ist Adaya. Und ich bin weggelaufen. Sie sagt mir, wie geht das, wieso machst du das, Ich habe gesagt, ich habe keine Lust, ich habe Angst, ich denke, die werden mir etwas machen. In Armee dort. Okay, ich gehe nach Hause, ich schlafe ein. Nochmal so ein komisches Traum. Roy, du musst zurückgehen, wenn nicht, Ich höre so eine Stimme, wie geht das? Okay. Nochmal gehe ich schlafen. Danach sagen, also jeden Tag, man sagt mir etwas anderes in diesen Träumen. Ich so, okay, weiß nicht. Ich habe meinen Freund gefragt, kennst du einen Rabbiner, der etwas weiß vielleicht oder so? Er so, ja. Ich gehe zu einem Rabbiner, sagt, du bist Blödsinn, geh weg, geh nach Hause. Okay, entschuldige. Ich gehe zurück zur Armee. Meine Freundin hat mich angerufen und hat mir gesagt, Roy, ich hatte ein schlechtes Traum. Okay. Ich gehe zur Armee nach 6 Monaten ungefähr. Man sagt mir, Roy, du musst zum Gefängnis gehen, weil du warst nicht hier. Ich war im Gefängnis. Ich war 20 Tage dort. Und in Israel, wenn du nicht nach Armee gehst, nach 1-2 Tagen gehst du ins Gefängnis, egal was du machst. Und das Problem war, ich hatte wirklich Angst. Ich hatte so Angst, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe einfach mit Gott geredet, mein erstes Mal in meinem Leben. Aber Sheba Shamaim, Ta'azorli, Ani Fachet, Ba'akel, Afilu Sheze Klum. Ich gehe rein, ich habe gesagt, okay, hier werde ich Shabbat halten, fertig, kein Problem. Ich gehe rein, man sagt mir, Roy, man kommt zurück, Roy, du bleibst hier 4 Monate. Wie geht das? Ich habe Angst. Wie geht das? Ich habe Angst, einen Tag zu mir zu bleiben. Ich werde nie hier 4 Monate sein. Nein, entschuldige. Ich rufe meine Mutter an, bitte hilf mir, Mama, bitte hilf mir. Und ich habe noch immer mein Kaffee-Business. Nach Milchama, nach alles. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay? Alles geht runter, Kaffee geht runter, keine Partys, Schmartis, nichts. Ich habe so viel Geld verloren. Ungefähr 500.000 Shekel. Okay. Minus, was kann ich machen? Ich bin im Gefängnis. Okay? Das war ein Armeegefängnis, nicht so ein Gefängnis, das ist Schmor, ja. Das ist so in, wie sagt man, Orlim? Oil, wird doch Oil. Zellen, das ist in Zellen, nicht so. Okay. Ich sage, Abba Sheba Shamaim, bakshan, ich schmor der Shabbat, ich esse Kol, Bishvilcha, Abba Sheba Shamaim, ta'azor li.
Meine Glückzahl war 24. Ich bin geboren am 24. November. Immer 24 war meine Glückzahl. Wirklich. Es war schon 20 Tage im Gefängnis. Ich bete, ich bin jeden Tag im Beit HaMidrasch dort. Ich habe Schabbat gehalten, ich habe nichts anderes gemacht. Wirklich, nichts anderes gemacht. Ganze Tag gebetet, Schuhe, Torah gelernt, alles. Nach 24 Tagen kommt man zu mir und sagt mir, Roy, du hast Gericht, heißt das, ja? Komm. Man sagt mir, Roy, 4 Monate oder nichts. Oder du kriegst, oder 4 Monate, oder wir machen dir ein Gericht, du kannst kriegen jedes Tag, wo du nicht warst, also ungefähr 7 Monate. Nein, bitte, bitte. Es war ein Senator, Orchidin. Anwalt, Entschuldige. Ich zu mir gekommen, hat mir gesagt, Roy, ich mach. Du musst es, schau her, du musst es 4 Monate, du musst 4 Monate nehmen. Mach das besser, weil sonst, wenn nicht, die werden sich ärgern und du wirst mehr kriegen. Ich habe gesagt, nein, entschuldige, ich kann nicht. Ich gehe schlafen nochmal. Mein Opa kommt zu mir im Traum und sagt mir, Roy, sag denen, du wirst es offen machen, ja, und alles wird okay, glaub mir, du wirst rausgehen. Nach einem Tag nochmal. Gericht. Ich habe ihm gesagt, entschuldige, ich will das offen machen. Und wenn es offen ist, Gericht, kannst du jedes Tag auf jedes Tag kriegen. Also Yom al Yom, 7 Monate. Ich hatte so Angst. Und plötzlich kommt rein, das war so lustig, die beste Freundin von meiner Mutter. Und meine Mutter wusste überhaupt nicht. Und sie schaut mich so an. Und ich hatte so ein Bad, ich habe nichts gemacht. Ich habe gesagt, jetzt, ich Hosea Betschuwa, fertig, ich bin ein Rabbiner geworden, 24 Tage nicht. Und in Armee kannst du nicht das haben. Das muss glatt sein, man macht es so. Okay. Kein Problem. Ich schaue sie so an, ich ziehe meinen Kopf runter. Da, alle schreien auf mich, wieso hast du das gemacht, wieso hast du gekämpft? Und man sagt mir, Roy, du kannst gehen. Und ich bin schon so, ich habe so Angst gehabt. Roy, du kannst gehen. Ich habe meinen Kopf so wie geht das? Wo soll ich denn gehen? Also ein Bub war neben mir, ich weiß nicht wie, aber man hat gesagt, geh nach Hause. Und ich sage, was? Wie kann das sein? Und ich gehe nach Hause und meine Freundin wartet auf mich draußen. Und ich schaue sie an und ich sage, ja, schau. Ich denke, du hattest etwas Schlechtes gemacht. So hatte ich so ein Gefühl einfach. Und sie so, wie kann das sein? Ich gehe nach Hause, ich bin in Schock, was passiert ist, wirklich. Und ich erzähle das so, weil das war Ashgacha Pratit. Aber ich wusste das überhaupt nicht. Und plötzlich, alles normal. Keine Schabbat, nichts, alles ist normal. Ah, ich bin weggegangen. Toda rabba, akol tov. Ich weiß nicht, ob es Kodesh Baruch Hu, ich weiß nicht, ich bin Tutach, vielleicht bin ich Bachur, Nachmun. Ich weiß nicht, Chamud, Nae, ich weiß nicht. Kein Problem. Ich gehe nach Hause zurück nochmal. Ich sage meinem Freund, Schugi, ich habe ein schlechtes Gefühl mit dir. Und nach einem Tag kommt zu mir ein Freund und sagt mir, Roy, ich muss dir etwas erzählen. Ja, was passiert? Ich muss dir etwas erzählen, setz dich. Ja, was ist passiert? Ich habe deine Freundin gesehen, wo du im Gefängnis am Meer warst mit deinem Freund. Okay, kann passieren, was kann ich machen? Toda rabba. Ich habe so geweint, wirklich, ich wusste nicht, was ich machen soll, aber ich habe mir einfach cool, also alles war cool. Ich bin zu ihr gegangen, ich habe gesagt, schau, Adaya, ich hatte ein Gefühl, du hast mir etwas gemacht, aber ich sage dir die Wahrheit. Und niemand weiß, dass ich denke, ich denke, Sharon weiß das auch nicht. Und ich habe gesagt, weißt du was, ich lasse das, kein Problem, alles ist okay, ich will nicht mit dir mehr sein. In ihr Geburtstag, ein Jahr bevor, habe ich ihr ein Auto gekauft. Und ich sage, entschuldige, ich will nichts mehr. Danke. Und ich habe mich überhaupt nicht aufgeregt, weil ich denke, wo ich in ein bisschen Tshuva war, im Gefängnis dort, dieser Platz, das hat mich so ruhig gemacht. Weil sonst wäre ich so, ihr wisst eh, wie Georgen sind, wenn ein Freund das so macht. Aber es ist ein Problem. Das schäme ich mir. Und ich habe gesagt, kein Problem, ich lasse das einfach so. Ich komme zu meinem Freund, ich schaue ihm seine Augen an, ich sage ihm, Amit, sag mir die Wahrheit. Was ist passiert? Er hat mir gesagt, nichts.
Roy, nicht, du fantasierst. Ich denke, dieser Gefängnis hat dich deppert gemacht, weil du bist, schaust ein bisschen so komisch aus. Ich habe gesagt, wie geht das? Entschuldige. Entschuldige, dass ich so rede, aber okay, entschuldige. Und er hat mir so gesagt und ich habe gesagt, okay, weißt du was, alles ist okay. Ich war so traurig, ich habe gesagt, okay, ich gehe weg von Israel, fertig, ich kann nicht mehr. Ich nehme ein Ticket nach Panama City, ich weiß nicht wieso, ich denke über Panama City. Ich fliege nach Panama City, ich sage, hier werde ich arbeiten. Ich will nicht mehr Factory, ich will kein Kaffee. Meine Partners rufen mich an, haben mir gesagt, Roy, du hast Schulden, du musst zurückkommen. Ich komme nach Panama City, ich habe gesagt, okay, kein Problem, ich werde hier Schabbat halten, weil was mal passiert ist, ist sehr schwer. Ich habe Schabbat gehalten. Ich höre, meine Ex-Freundin hat Unfall gehabt, das Auto, es ist weg, also es gibt kein Auto mehr. Mein Freund hat ungefähr 3 Millionen Shekel verloren in Pokerspielen. Und ich habe nichts gemacht und ich war überhaupt nicht froh. Ich war in Schock, ich habe gesagt, wow, wie geht das? Und ich war in Panama City, habe gesagt, okay, ich halte Schabbat hier. Ich habe Schulden in Israel, ich denke noch ein halbes Jahr oder 5 Monate, man wird mich anrufen und mir sagen, komm nach, und man sagt mir, ich denke, man wird mir sagen, komm nach Israel, du hast Schulden hier. Und ich war in Panama City, ich habe gesagt, okay, ich werde in Keila, Judith reingehen, Bet Knesset alles reingehen, ich werde Leute kennenlernen und so. Ich gehe zur Synagoge, ich rede mit Leuten dort, kommt zu mir einer, sagt mir, Shalom, mir ata, dann rali bachur lechmad, und so. Ich diese Bat Tova lakir lecha, also meine Tochter ist sehr süß für dich vielleicht. Ich habe gesagt, nein, entschuldige, ich habe einen kleinen Trauma hier. Ich habe keine Zeit für Frauen jetzt, ich will arbeiten, ich habe viele Sachen zu tun, entschuldige. Okay, kein Problem, vielleicht wirst du mit mir arbeiten. Ich habe gesagt, nein, 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 danke, 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 noch nicht. Ich will einfach sehen, was ich machen will. Ich habe mir gedacht, Dezi geht so gut jetzt. Das war früher, das war vor 10 Jahren, 11 Jahren, Dezi. Also für Gesicht und so, verkaufen, ich war gut in das. Okay. Ich habe einen Stand gemacht. Agala heißt das. Ich bin zu Canyon dort gegangen. Das heißt Multiplaza. Multiplaza Canyon. Ich habe dort aufgemacht. Eins, danach noch eins. Und ich habe 2 gehabt. Nein, Panama City war das, Entschuldige. Panama City. Ich habe 2 aufgemacht. Nochmal dieser einer in Synagoge kommt zu mir, sagt mir, ich habe ein gutes Mädchen für dich, ich habe gehört, du machst Business und so, ich habe auch Business, was du willst, wirst du haben. Ich habe gesagt, Entschuldige, nein, danke, ich mag keine Shiduchim und so, Entschuldige. Ja? Aber wie kann das sein, du, ich sehe, du hattest Schabbat und alles, wie geht das? Nein, es geht nicht um das, ich kann nicht, Entschuldige. Ich hatte einen kleinen Traum, ich will keine Mädchen, nichts. In der Nacht, ich halte Schabbat, alles, ich gehe zu Party, Panama City, da, Mexikanis, macht diese, ja, was für Partys und so, egal. Ich gehe zu schönen Plätzen, ich sehe, wow, komm, ist da, Chica, da. Ich bin so froh, ich rede eine neue Sprache. Und nach 4 Monaten kann ich so perfekt Spanisch reden, es ist komisch, wie geht das? Alles läuft so gut, also es ist Bombe. Okay, danach habe ich angefangen, ein bisschen weniger Schabbat zu halten. Und ich habe aufgemacht, in Schabbat, mein Geschäft. Und dieser eine kommt zu mir, nochmal, bist du nicht meine Tochter? Ich habe gesagt, nein, entschuldige. Er hat mir gesagt, okay, weißt du was? Ich werde dir zeigen, wie viel Geld ich habe jetzt. Okay. Wo zeigst du mir? Machst du deinen Rucksack auf oder wie geht das? Ich will dir zeigen, was machst du hier? Ich habe gesagt, ich habe 2 Geschäfte. Ich kaufe diese Geschäfte. Ich habe gesagt, okay, kein Problem. Und wie viel kaufst du? Ich kaufe diese Geschäfte, um wie viel du willst. Kannst du mir einen Check zeigen? Wie viel willst du? Also ich denke mir schon, in Israel habe ich Schulden. Wie werde ich das machen? Okay, ich denke ungefähr, weiß nicht, 600.000 Shekel. Ich habe gesagt, schau, nicht so viel, $150.000. Er schaut mich so an, fertig. Und du wirst meine Mädchen sehen. Ich habe gesagt, wie geht das mit das? Ich verstehe. Du hast mir gesagt, du zeigst mir, wie viel Geld du hast. Nicht was verkaufst du mir, dein Mädchen, deine Tochter? Ich verstehe dich nicht, wie geht das? Und er schaut mich so an und sagt mir, Hamoud, אני ארח כמה כסף יש לי, ובגלל הכסף אתה תבוא לבת שלי. אני אומר,
Entschuldige, kein Geld, keine Tochter, ich will nicht. Nein, okay, komm, bitte. Komm mit mir. Plötzlich, wir gehen raus, er hat so einen Chauffeur, alles ist okay, wir gehen raus mit ihm. Khalabi, Suri. הוא היה מאוד מאוד עשיר, קוראים לו יוסי הררי, הוא היה מיליארדר, הוא היה שווה, היה אונגפיה ועד, אונגפיה דרצן מיליארד דולר. וגן זו, העזקתי עם ינון, תפתח לו צ'ק בבקשה, כמה שהוא רוצה לדצי שמצי שלו, שים שם שתי פועלים, הוא לא צריך לעבוד. תרשום לו צ'ק. שם עם זוהן. אוקיי, בפילה מביא גזקת? Er sagt mir, 150? 160 schreibe ich, 160. Ich habe gesagt, 180 geht auch. Er hat mir gesagt, wieso nicht? Hi, ja, kein Problem. Super. Ich denke mir, wow, Abba Sheba Shamaim, Toda. Und jetzt, alles fängt an. Ich kriege diesen Check, 180.000 Dollar. Ich mache das, ich bin nur 21 Jahre alt. Ich komme also zu seinem Haus, ich sehe seine Tochter, sie war wirklich hübsch, wirklich sehr hübsch. Ich war in sein Haus, ich schaue sie so an, ich habe gesagt, Entschuldige, Yossi, ich hatte mit meinem Lev, אני לא במקום של להתחתן. Ich kann nie heiraten jetzt. Er schaut mich so an, siehst du nicht, wie hübsch sie ist? Ich habe gesagt, ja, aber hast du sie gefragt, ob sie mich will? Wie geht das so? Und er hat mir gesagt, ich sage, was sie machen soll, was ihr machen sollt. Ich habe gesagt, okay, kein Problem, schau, ich bin aus, meine Eltern sind aus Georgien, ich bin Georgier, aber es geht nicht so, wir müssen uns treffen, reden, ich weiß nicht. Und ich war, okay, kein Problem. Redet jetzt. Ich habe gesagt, okay, kein Problem, Alan Naimod, Ani Roy, hi, Ani Rachel, Alan Rachel, mach Schlomech. Und er sitzt neben uns. Und ich sage, Yossi, da nicht arpo? Betach. Lavi tabaot, mal lavi, Omer li. Amati lo, lo, aber te da, neshama, bo, achi, kilo. Wie geht das so? Roy, es geht wie ich will. Hast du nicht gesehen, wie viel Geld ich habe? Okay, kein Problem. Okay, Rachel, wie alt bist du? Ich bin 17 Jahre alt. Sie ist 17 Jahre alt. Wie geht das? Mit 17. Alles passiert jetzt. Willst du oder nicht? Weißt du was, Roy? Ich denke, du willst nicht. Ich habe gesagt, schau, ich habe dich schon am Anfang gesagt. Ich weiß nicht, ob ich will. Ich kenne sie überhaupt nicht. Wie geht das so? Wir sitzen 10 Minuten. Ich stehe auf. Ich sage ihm, Yossi, kann ich kurz mit dir reden? Ja, kein Problem. Ich sage ihm, okay, nimm diesen Check bitte. Ich bitte dich, wirklich. Ich will das nicht. Das ist eine komische Situation. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wirklich. In einer Seite schaue ich das an. Es ist so cool, ja, Geld zu haben, alles. Und ich sage dir, warte, ich habe viel Schulden in Israel. Ich muss das haben, aber was kann ich machen? Ich weiß nicht. Ich kann nicht mit deiner Tochter wegen Geld sein. Dann entschuldige, wirklich. Er hat mich angeschaut, er hat angefangen zu weinen. Er hat mir gesagt, schau, ich sage dir die Wahrheit. Es geht nicht um Geld. Ich habe ein erstes Mal gesehen, wie echt du bist, wie genau du mit mir bist. Du sagst die Wahrheit und du weißt, dass ich der reichste Mensch hier bin. Und du bist einfach so. Und ich habe gesagt, Entschuldige, ich kann dich nicht anlügen. Und ich habe gesagt, nimm diesen Check. Ich weiß, dass du dieses Geld brauchst. Alles wird okay, ich werde diese Geschäfte noch machen. Alles wird okay, alles läuft. Du kannst nach Israel weggehen. Ich schaue ihn so an, ich schaue diesen Geld an auch. Ich sage, Abba Sheba Shamaim, Toda. Ich gehe nach Hause, nach einem Tag stehe ich auf, 180.000 Dollar. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wow. Ich rufe meine Mutter an. Immer kache. Immer, Roy, träumst du nochmal mit deinen Träumen? Immer mit deinen Träumen, was ist mit dir? Ich habe gesagt, nein, Mama, wirklich, ich sage dir die Wahrheit. Er war so ein guter Mensch. Wie geht das? Und danach kommen wir. Komme ich nach Israel zurück, ich bringe das Geld, ich komme zu Café, ich zahle alles, alles ist wirklich okay. Und plötzlich, ich denke mir, was mache ich, kann ich in Netanya bleiben, weil meine Ex-Freundin ist hier, ich habe Angst ein bisschen vor ihr. Ich fliege nach Elat. Ja, wir fliegen nach Elat.
Ich fliege nach Elat. Wer sitzt mit mir im Flugzeug? Der stärkste Mann in Elaten Partys. Er schaut mich so an. Bonata. Du schaust eh gut aus, normal. Ich habe gesagt, ja, okay, normal, okay. Weißt du, nein, du bist so ein Bad Boy, ich sehe auf dich. Ich habe gesagt, ja, okay, normal, ja. I love the life, ja, yeah, you know. Weißt du was? Rede mit mir, nimm meine Nummer. Ich komme nach Elat, ich rufe den Besitzer von Factory 54, wo ich war, in Klamotten. Ja, Amiki, wer ist das bei euch hier? Ich rufe ihn an, ich sage, ciao, wie geht's dir, Tomer? Ich will nochmal arbeiten, ich brauche eine Arbeit. Brands. Klamotten. Marken, ja, Entschuldigung. Ich sage ihm, schau bitte, ich brauche Arbeit. Okay, ich gehe dort rein, ich habe angefangen zu arbeiten. Plötzlich kommt nochmal Designer mit Partys und so, schaut mich so an, sagt mir, Roy, was ist mit dir, wieso rufst du dich an? Ich habe gesagt, schau, ich weiß nicht, ruf mich an. Er geht raus und Leute sagen mir, wie geht das, wie kennst du ihn? Weißt du, wer ist, er ist sehr berühmt, er hat so viel Geld, ta. Kein Problem. Ich habe angerufen und hat mir gesagt, ciao, nennen Sie Mann, Oma. Okay. Und jetzt sehe ich die schönste, also da Chelik Achiefe Basipur. Ja. Okay. Ich treffe Oshri, heißt er. Ich sage ihm Oshri. Okay, kein Problem, ich will mit dir arbeiten, kein Problem. Und er kommt dorthin. Nach Factory, kommt mit seinem Range Rover, nimmt mich, ich schaue diese Plätze an, er hat Clubs, drei Clubs. Und ein Platz war ein Restaurant, dieser Restaurant hat Chateau geheißt. Ich habe gesagt, schau, ich kann mit dir arbeiten, kein Problem, ich werde die Leute von Factory 54 für dieses Geschäft bringen, aber ich will etwas Besonderes machen. Machen wir das koscher. Ich habe gesagt, kein Problem, machen wir koscher. Wir haben das Koscher gemacht, alles läuft gut. Er hat mir gesagt, für dich mache ich das zu in Freitag, Roy. Ich habe gesagt, kein Problem. Es läuft Bombe, wirklich. Alles geht, Celebs, Leute kommen, wirklich, wow. Es war wirklich extrem. Plötzlich, wir sehen in Kochav Nolad, heißt das, eine TV-Show. Ein Sänger, er ist 15 Jahre alt, Omer Adam. Ich schaue ihm so an, ich sage ihm, schau, er hat wirklich starke Stimme. Okay, kein Problem. Bring mal ihm, er sagt mir. Ich habe gesagt, okay, kein Problem. Ich gehe nach Hause. Ich habe nochmal angerufen, Oshri, bitte besorgen, wir müssen ihn bringen. Er kommt, wir machen Show, Omer Adam war im Kochav Nolad, er war in so einer Show in Israel, aber alle schon wissen, wer er ist ein bisschen. Er macht Show, plötzlich Chateau, wow, alle Leute kommen. Ich habe gesagt, schau, von jetzt machen wir 7 Shows, okay? Ich habe Omer gesagt. Okay, kein Problem, wir machen 7 Shows. Er kommt, plötzlich ist er berühmt geworden. Und wir waren der Ersten, also er war der Erste bei uns. Und er ist mehr berühmter geworden. Wir fliegen nach Ibiza, Mykonos, alles, Partys, wirklich, Yachtas, alles haben wir gehabt. Alles. Leute sind zu mir gekommen und haben gesagt, oh, ich will dein Leben kaufen, wie geht das? Ich wollte ein schönes Auto haben, ich habe Audi gekauft, Maserati gekauft. Ich hatte 2 Autos unter meinem Haus. Penthouse, ich will das schönste Penthouse haben, aber nicht Ziel, ich weiß nicht. Also, ich habe schöne Penthouse gekauft, okay, aber ich gehe nach Hause, ich bin alleine. Was mache ich jetzt? Wie geht das? Und immer habe ich meine Arbeiter gesagt, wenn ich dieses Platz nehme und ihr seht, es gibt hier Musik, Trinken, Wodka, alles. Wenn ich die Musik runternehme und die Mädchen rausnehme, was wird hier sein? Wie ein Keller wird es sein, stimmt's? Das ist alles eine Illusion. Und er sagt, ja, stimmt. So ist es. Und ich bin einen Tag nach Hause gegangen und ich konnte nicht mehr. Partys, wirklich, Celebrities, alle, ich will überhaupt nicht Namen sagen, aber alle. Zu viel. Und ich gehe immer nach Hause und etwas fehlt mir hier. Ich weiß nicht, was das ist. Okay, ich habe gesagt, ich habe ein Auto, ich habe Geld, ich habe jetzt Yachters. Ich wollte, das wirklich, das Extremste war, Private Jet zu fliegen. Ich war in Private Jet mit Omer Adam, Itai Levy, sehr berühmte Leute. Ich komme zurück von Ibiza, nach 5 Tagen, Private Jet. Ich sitze so, ich sage, okay, was mache ich jetzt? Was ist jetzt los?
Also schönes Auto, schöne Clubs, alles, aber schwarz hier, das ist nichts. Weißes Leben, drin ist schwarz. Das ist nichts. Und ich sage alle die Leute, die mir sagen, ich will das auch haben. Du kommst, siehst Leute, ich sage euch, ich hatte Chateau gehabt, danach habe ich noch 3 Clubs aufgemacht. Jeder Club war, es war eins, 500 Leute, 1000 Leute, 4000 Leute. Ich habe jeden Tag mit Mikrofon geredet, alles. Ich bin nach Hause gegangen, Leute nach mir sind gekommen. Ungefähr 200, 300 Leute, jede Nacht. Und ich kann nicht einschlafen. Ich weiß nicht, was das ist. Und ich hatte einen Traum immer gehabt. Dieser Traum, es sind Leute zu mir gekommen immer. Und ich wollte immer mit denen kämpfen irgendwie. Und ich hatte keine Kraft. Immer, das war mein Traum, ungefähr 10 Jahre. Ich wollte immer so machen, ich konnte nicht. Ich weiß nicht, wieso. Einmal ist mir etwas passiert. Ich gehe in der Straße, ich habe alles wirklich, ich lebe, alle kennen mich, ja, wie geht's, ah, kann ich mit dir, kleine Kinder, Roy, kann ich mit dir ein Foto machen, ja, kein Problem, so war ich in Elat, so berühmt, ja, wirklich, ich sage die Wahrheit, entschuldige, ich bin ein Lotzi Shamagaftan oder Schachzan, aber Chas v'Shalom, das ist ein Bluff, wirklich, das war nur Bluff, weil das ist eine echte Illusion und es ist wie, ich habe einmal, also ich war in der Straße, ich hab geraucht, jetzt rauche ich nicht mehr, Baruch Hashem. Weil das ist auch eine Illusion. Und ich wollte Feuer haben, ich hatte kein Feuer. Ich war mit dieser Zigarette und ich laufe, wo gibt's Feuer, wo gibt's Feuer? Und ich schaue einen Hund an, wie er läuft nach einem Ball. Ich habe gesagt, schau, ich laufe wie dieser Hund. Es geht nicht. Also, du siehst plötzlich Bill Gates, du kannst mit ihm über Business reden, Millionen machen und sagst ihm, hast du Feuer vielleicht? Aber wenn du ihn so siehst, dann kannst du nicht mit ihm reden, du hast den Respekt. Aber Feuer brauchst du, nimmst du von ihm, kein Problem. Du gehst in einen Club oder Bar rein, siehst die schönste Frau, hast Angst mit ihr zu reden. Aber du brauchst Feuer, du sagst, ja, ich darf es, da will ich. Wie geht das? Und ich habe verstanden, dass alles Illusion ist. Und wenn du deine Illusion wirklich liebst und umsonst, dann machst du alles für das. Es geht nicht so. Und ich gehe in der Straße, es kommt zu mir ein Mann mit so einem Bart, weißes Bart. Er sagt mir, du musst ein Buch haben. Plötzlich so, neben mein Haus in Elat. Nach alles, Partys, da, wirklich. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich will noch etwas kaufen vielleicht. Was brauche ich jetzt? Okay. Geschäfte hatte ich, Jewelries, 6 Geschäfte auf Jewelries, alles, ungefähr 12 Geschäfte hatte ich, mit Clubs, alles, ich weiß nicht, ich habe nichts hier. Nimm das, Sefer Kohelet, Oef Kesef, Lois Va Kesef, Misho Oef Beamon. Ich lese diesen Buch, ich konnte 3 Tage nicht schlafen. Ich fahre mit meinem Auto einfach so, ich weiß nicht wohin, ich sehe ein Bet Midrash, Shuva Israel heißt das, ein Rabbier kommt so raus, plötzlich. Schaut mich so an, Atach Haif Shur Torata. Was ist mit dir? Nimm 200 Checks, geh weg. Kach Truma, Neshama, was du willst, Mann, עזוב אותי. Kach 200, schachere אותי, אחי, עזוב אותי, לא מתאים לי, אני שורי תורה. Ich hatte Angst, ich weiß nicht wieso. Er hat mir gesagt, du wirst sehen, du wirst über mich denken, morgen kommst du zurück. Ich gehe nach Hause, ich träume über diesen Rabbi Chaim Alush heißt er. Alush? Chaim Alush. Ich gehe nach Hause, ich träume bei ihm 2 Mal, ich wecke auf, träume nochmal. Ich habe gesagt, was habe ich mit diesen Träumen? Ich habe keine Lust für den. Nein, mach schon. 7 Uhr in der Früh gehe ich zu diesem Bet Midrash. Ich warte auf ihn. Na, man sagt mir, nein, er ist nicht hier. Und er lebt doch nicht hier, er ist zufällig hier. Ich warte auf ihn, 3 Stunden so. Er kommt zurück. Ja, Tzadik, mako, echa ta? Efa amata im Shekel shelcha? Ich schaue ihm an und sage, ich weiß nicht wieso, ich denke über dich ganze Tage, ich weiß nicht, was mir passiert ist. Er hat mir gesagt, ich weiß, wer du bist der Big Manager of the Parties, the Bad Boy of Israel, Evanti Mirta, ich weiß, wer du bist. Komm rein. Wir reden 10 Minuten, er macht mir einen kleinen Shiur, er nimmt meine Hand, haltet stark meine Hand. Ich gehe nach Hause, meine ganze Hand ist rot. Aber so. Ich schaue meine Hand an, was ist das, wer ist er? Ich gehe schlafen nochmal, Traum über ihm. Wie geht das? Ich rufe ihm an, Rabbi, Neshama, תעזוב אותי עם השטויות האלה. אני לא יכול לישון בלילה, אני לא יודע מה זה. הוא אומר לי, רואי, אתה חייב שיעור תורה, דחוף עוד פעם.
עזוב אותי, לא רוצה. אוקיי, ich denke über ihn, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich gehe in der Stadt, jetzt, חמש דקות ואני מסיים. כי אני רוצה לתת את המכה. Ich gehe in der Stadt, ich sehe einen Unfall in mein Gesicht, also vor meinen Augen. Unfall, boom. Ich schaue das so an. Die Leute gehen raus, nichts passiert mit denen. Und einer kommt von dem Auto nach hinten, hinten gesitzen, er kommt zu mir und sagt mir, Toda Rabba Lecha. Ich sage, was ist passiert? Lama. Und er sagt, Leute, Lama, איך שאתה הסתכלת עליי והסתכלתי עליך, גם אמרתי, לא הסתכלתי, הוא אומר, הסתכלת על האוטו. הרגשתי כאילו משהו שומר עליי. אני מתקשר לרב ואומר, תגיד לי, איך זה הגיוני? מה קורה לי בימים האלה? הוא אומר לי, תקשיב, נשמה, קיבלת שיעור של 10 דקות. 10 דקות, קיבלת אור, השכינה עליך. שם זה דבי גטס. ידע יהודה, הסביין דיאמנט. ונדו אין דיאמנט נימסט, תוגיבצס אין בודן רען, איסי שמוציק. Aber wenn du es rausnimmst und ein bisschen so machst, dann glänzt es schon. Und am ersten Mal, wenn es glänzt, und so wie ich einmal Shabbat, einmal nicht, einmal Shabbat, und dann plötzlich 10 Jahre Nightlife. Ich war so unten, tief, tief, tief. Aber ich hatte diese Glänze gehabt in meiner Neshama, wo ich kol Yehudi. Wie Yehudi, יש לו Neshama in Nitzotz. Im Sinne Nitzotz von Mashiach, im Sinne Nitzotz von הרבה דברים. Wir haben, so wie Rabbi, uns gesagt hat, Rav Albert uns gesagt hat, über Har Sinai, wir alle waren dort. Das ist sicher. Und ich habe das gespürt. Ich habe gesagt, wie geht das? Ich hab ihn angerufen und gesagt, ciao, was machen wir jetzt? Er hat gesagt, du musst Sikur Rabin machen. Mach ein Schur in Chateau, weil es koscher ist. Er hat gesagt, kein Problem, ich werde machen. Ich sage alle, ich mache ein Schur in Chateau. Und alle haben gesagt, was ist der Teppert geworden? Was ist mit dir jetzt? Weißt du, bringst Leute nach Partys, macht Partys zu Hause. Wie geht das, Roy? Es kann nicht sein. Ich gehe schlafen, ich hatte so Angst, dass nach diesem Unfall, ich sage, Abba Shem, Shamaim, Baksha, Ali Chai, ich mache das Shabbat, also die. Morgen, nach einem Tag, Entschuldige, ruft mich Rabbi an, sagt mir, Tzadik, das Shabbat, also dann ist auch dabei, Lata, Taiti. Abba Shem, Shamaim, Toda, איזה כיף. Ich mache das Shabbat mit ihm, alles ist wow. Er אומר לי, אתה נראה כמו מנורה. Also, wie sagt man מנורה? Du schaust wie eine Lampe aus. Ich so, wieso? Du glänzt. Ich habe gesagt, ja, ich will hier bleiben. Ich gehe nicht zu Clubs, ich gehe nicht, nichts mehr. Kein Problem, ich gehe nicht. Ich bleibe hier. Ich bleibe bei ihm. Ich gehe schlafen mit 30 Talmidei Yeshiva. Ich habe alles zu Hause. Es ist mir egal. Ich bleibe mit denen, mach Shabbat mit denen. Es ist wow. Nach 3 Tagen Shiur in Chateau kommen 500 Leute. Ich gehe nach Hause nach Shiur. Ich sage nochmal, Rabbi, ein Loch hole ich schon, ich kann nicht schlafen. Wie geht das? Was hast du mir gegeben? Was ist das? Was habt ihr mir gegeben? Wieso schlafe ich nicht? Roy, ich hab gebalt da Ohr. So, Ohr hat Torah nicht mehr sagen. Na, ich hab dich nicht mal lassen. Ich komm zu meinen Partners, ich sag denen, Entschuldige, ich schomer Shabbat. Wie geht es, Roy? Du machst so viel Geld in Shishi bei Erev. Ich will kein Geld, ich will nichts. Ich will Shabbat halten. Ich werde arbeiten ein bisschen in Clubs. Nach 3 Tagen nochmal. Shigaon. Ich kann nicht mehr arbeiten, Entschuldige. Was? Wie geht das? Okay, du musst bleiben. Bis 1. Februar. Jetzt. Ich halte Shabbat ungefähr 4 Monate. Ich gehe raus im 1. Februar. Ich hatte einen Traum bevor 1. Februar. Und mein Opa hat mir gesagt dort, Roy, אתה תראה הרבה ניסים, אל תיבהל. אתה הכתת את הרבים. אז כשאחד כמוך מזכה את הרבים, זה וואו, זה אור גדול. כי אתה הכתת את הרבים. Du hast Leute genommen. Und wegen dir haben die Probleme gemacht. Weil du hattest Club. Und wenn du in der andere, also wenn du am anderen Weg gehst, dann ist es wie ein Boom. Kein Problem. Ich hatte so Angst. Okay. Ich habe gesagt, ich mache das. Ich gehe raus, ich komme nach Wien. Plötzlich, boom, Quarantäne. Alles geht zu. Elat ist zu. 80% arbeitslos in Elat. Ich gehe raus wegen Shabbat. Ich schaue das an, mein Vater sagt mir, Roy, wie hattest du dieses Gefühl? Wie geht das? Sie haben gesagt, ich hatte kein Gefühl. Gott hat mich gerettet und ich habe es genommen. Und ich habe gesagt, ich nehme diesen Shabbat, egal was passiert. Geld, nicht Geld, egal. Meine alle Freunde, Elat, die haben mich so angeschaut. Du bist einfach verrückt geworden. Wie geht das? Wie kannst du Tshuva machen? Du hast alles, Roy. Wie geht das? Ich habe gesagt, ich habe nichts. Wisst ihr, was alles ist? Alles ist, mit Gott zu sein.
Und ich sage das letzte Wort jetzt. Sidna Babassali, ja, man hat ihn gefragt, Kvod Arav, איך זה הגיוני שכל מה שאתה אומר קורה? את גזקת. כשהקדוש ברוך הוא מבקש מי לעשות, אני עושה את הכל. אז שאני מבקש ממנו משהו אחד, הוא עושה בשבילי. חברים, הכל חרטה, alles ist illusion, ich will euch sagen, ich halte Shabbat, ich mache überhaupt nichts mehr mit Partys, ich kann das überhaupt nicht mehr sehen. Ich habe wirklich alles erlebt in meinem Leben. Ich habe alles gesehen. Ich hoffe, בעזרת השם, שכל הרווקים יתחתנו השנה. ו... Das ist meine Story. Und ihr könnt doch sehen, mein Rabbi hat mir gesagt, nicht Instagram zu löschen, weil man, er will das, weil noch einen Monat fliege ich nach Israel und ich werde doch dort mit vielen Leuten und mit Bate Shivot reden und er will, dass sie sehen, wer ich war. Aber sonst werde ich das schnell gelöscht. Ich will das löschen, aber ich lasse das wegen ihm. Und Chaverim, ich war in das andere Platz, ich bin heute hier. Ich kann euch sagen eins, dieser Buch, Sefer Dvarim, hat mich gerettet. Jede Shabbat lese ich das, ich lasse das nicht, mein Cousin sieht es, er lest das auch, Baruch Hashem. Alles ist mir passiert wegen diesem Buch, alles. Und man hat mich gerettet, Gott hat mich gerettet in der Zeit, weil heute, die alle Clubs sind fertig, es gibt keine Clubs mehr. Weil in 3 Monaten, wenn du nicht Clubs aufmachst, so wie jetzt in Quarantäne, dann gibt es kein Geld und die haben alles verloren. Eure Tränen.